Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formates Im Gespräch mit. Das Coronavirus hat uns nach wie vor fest im Griff. Die Zahlen an Infektionen und Toten sinken zu gering. Hoffnung machen die angelaufenen Impfungen, Sorgen und Ängste bereiten die verschärften und verlängerten Lockdown-Maßnahmen. Wir sprechen darüber mit dem Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Tübingen, Herr Professor Dr. Urban Wiesing. Herr Wiesing, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Danke für die Einladung, Herr Steg. Die erste Frage natürlich, inwieweit sind Sie in diesen Tagen mit Ihrem Institut und mit ethischen Fragen besonders gefordert und gefragt? Ja, viel. Corona hat unseren Arbeitsplan ordentlich durcheinander gebracht. Zunächst einmal die Frage der Priorisierung, wenn es darum geht, wer bekommt einen Beatmungsplatz und wer nicht. Dann überhaupt die Frage, was kann Wissenschaft in dieser Situation leisten? Und jetzt eben die Frage, die sich aufdrängt, wer bekommt wann eine Impfung? Damit beschäftigen wir uns. Was ist eigentlich grundsätzlich das oberste ethische Prinzip bei einer solchen Pandemie? Das oberste ethische Prinzip, da hat, finde ich, Wolfgang Schäuble ganz zu Recht darauf hingewiesen, ist die Würde, also jedenfalls in unserem Staat, die Würde eines Menschen. Aus dieser Würde kann man einerseits ein Recht auf Schutz des Lebens ableiten, aber eben auch Freiheitsrechte. Und da sind wir eben genau in dem Problem drin, mit dem wir tagtäglich zu tun haben. Auf der einen Seite wollen wir die Freiheitsrechte wahren, auf der anderen Seite wollen wir Leben schützen. Und da gibt es halt Konflikte. Und was heißt jetzt genau Leben schützen? Heißt es die Zahl der Lebensjahre verlängern oder einfach ja, vor dem Tod schützen? Also in der Bundesrepublik Deutschland hat man sich tatsächlich darauf geeinigt, dass man die Zahl der Personen, die an Covid sterben, so gering wie möglich halten will. Man hat sich nicht darauf geeinigt, dass man die Zahl der gewonnenen Lebensjahre optimieren will, denn dann würde man sowohl bei der Beatmung als auch bei der Impfung junge Menschen vorziehen. Genau das hat man nicht getan und das entscheidende Prinzip ist, die Zahl der Toten so gering wie möglich zu halten. Würde natürlich am besten funktionieren, möglicherweise mit einer Einführung einer Impfpflicht. Wie stehen Sie dazu? Ich glaube, dass wir keine Impfpflicht brauchen, vor allen Dingen im Augenblick noch nicht. Die Zahl der Personen, die bereit sind, sich zu impfen, wächst. Und jetzt warten wir erstmal ab. Und jetzt versuchen wir erstmal mit guten Argumenten die Menschen davon zu überzeugen, was eine Impfung bringt. So, wir sollten jetzt die Impfpflicht auch nicht herbeireden. Wo wir allerdings schon drüber reden sollten, ist die Frage, wenn alle mal eine Impfung zur Verfügung haben, und Menschen weigern sich, ob man dann nicht deren Rechte einschränken kann in dem Moment, wo sie andere gefährden. Diese Diskussion wird spätestens im Laufe des Jahres auf uns zukommen. Stichwort Herdenimmunität. Wie viel müssen geimpft sein, damit die sozusagen gewährleistet ist oder kann man das noch gar nicht sagen? Genau kann man das noch nicht sagen. Man hat Erfahrungen aus anderen Bereichen und da gibt es eben Zahlen zwischen 80%, 90%. Das kann man nicht übertragen, weil jedes Virus hat eine andere Art der Infektiosität. Das müssen wir abwarten. Aber nochmal, wir müssen jetzt nicht eine Impfpflicht herbeireden. Im Augenblick, glaube ich, sollten wir es unbedingt mit guten Argumenten versuchen. Die Frage an den Mediziner, stimmt es, dass die Verläufe der Covid-19-Erkrankungen deutlich milder bzw. besser im Griff sind? Also die Medizin hat tatsächlich im letzten Jahr viel gelernt, nämlich erstens, wie behandeln diese Erkrankung, da hat man Fortschritte gemacht und eben, das darf man nicht vergessen, einmalig ist in der Geschichte der Menschheit, dass man innerhalb kürzester Zeit mehrere Impfstoffe während der Pandemie entwickelt hat. Kurzum, die Medizin hat viel gelernt im letzten Jahr. Frage trotzdem, warum gehen die Zahlen nicht weiter und schneller runter? Und ja, vielleicht gleich nachgefragt, ist dieser Inzidenzwert 50, ist das überhaupt eine wissenschaftliche Größe oder einfach ja eine locker gut daherkommende Zahl? Also warum die Zahl nicht runtergeht, das weiß ich auch nicht. Und ich glaube, wenn jemand das ganz genau wüsste, wüsste ich auch die Gegenmaßnahme. Die Zahl der Kontakte ist hoch und die Infektiosität des Virus scheint zu steigen.
die Zahl 50 pro 100.000 Einwohner ist eine politische Frage. Das hat mit wissenschaftlicher Präzision nichts zu tun, sondern da hat man sich geeinigt, wir gehen davon aus, wenn wir diese Zahl haben, können wir das Geschehen einigermaßen im Griff halten. Politische Grenzsetzungen können sich auch jederzeit ändern. Und es gibt ja auch gute Argumente zu sagen, die Zahl müssten wir eigentlich geringer halten. Und jetzt natürlich die Frage, wie sehr darf man die Grundrechte vorenthalten? Wie scharf und wie lange dürfen solche Lockdown-Maßnahmen aus ethischer Sicht durchgesetzt werden? Ja, solange es gute Gründe dafür gibt. Wir leben in einem liberalen Rechtsstaat und wenn der Staat Freiheitsrechte einschränkt, muss er dafür Argumente haben. Die Zahl der Toten zu reduzieren, und wir haben ja jetzt im Augenblick vierstellige Zahlen pro Tag, ist ein gutes Argument. Aber in dem Moment, wo das nicht mehr da ist, müssen natürlich die Freiheitsbeschränkungen gelockert werden. Es kommen natürlich Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner und Querdenker. Was macht es eigentlich so schwierig oder für Sie als Ethiker natürlich auch vielleicht gar bestürzend, dass man viele Menschen mit Wissenschaft und Fakten gar nicht mehr erreichen kann? Ja, das ist wirklich ein großes Problem. Zunächst muss man sagen, Skepsis ist gesund und jeder soll skeptisch sein. Und Skepsis ist eine Grundtugend der Wissenschaft. Dagegen ist nichts zu sagen. Nur wenn eine Haltung überhand nimmt, bei der man mit Sachargumenten belegt, nicht mehr weiterkommt, die einfach nicht mehr geglaubt werden, dann ist das ziemlich schwierig, weil es uns die Möglichkeit einer rationalen Gesundheitspolitik nimmt. Wir können dann nicht mehr mit Argumenten uns austauschen, wir verstehen uns nicht mehr und wir benehmen uns der Möglichkeit, das gemeinsam in unserem Staat zu regeln. Das halte ich für sehr bedenklich. Da sehe ich eine Parallele zu den USA. Wenn dort 30% der Bevölkerung immer noch glaubt, die Wahl sei gefälscht, obwohl alle Institutionen sagen, das sei nicht so, dann ist das eine ähnliche Situation. Man kann dann nicht mehr gemeinsam Politik machen, wenn das Argument nicht mehr zählt. Kann es vielleicht auch daher kommen, dass sich das Virus natürlich relativ unbekannt, auch in der Wissenschaft, immer wieder mit neuen Thesen oder Behauptungen konfrontiert ist? Am Anfang war die Maske schlecht und dann wurde sie als gut erkannt. Könnte sein, dass das in der Bevölkerung zur Verunsicherung führt? Ja, aber das ist doch nur ehrlich, wenn die Wissenschaft am Anfang sagt, wir wissen es nicht. Das hat sie getan und manche sagten, wir wissen es nicht, sollen wir es machen, sollen wir es nicht. Dann gab es Untersuchungen, man hat herausgefunden, die Maske ist hilfreich. Das ist Wissenschaft. Wissenschaft ist ein permanenter Lernprozess und Wissenschaft sollte damit offen, ehrlich und transparent umgehen und sagen, wir haben in den letzten Monaten auch neue Erkenntnisse gewonnen und bitteschön, diese Erkenntnisse sollten jetzt die Grundlage unseres politischen Handelns werden. Das ist keine Verunsicherung, sondern das ist eigentlich der Lauf der Dinge und wir sollten damit transparent, offen und ehrlich umgehen. Nehmen wir einen Blick nach vorne. Eine Normalität wie vor Corona wird es wohl eher nicht geben. Worauf wird es ankommen, aus ethischer Sicht die Normalität nachher zu gestalten? Naja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass hinter allem eine viel, viel größere Katastrophe schwelt, nämlich der Klimawandel. Und dessen Auswirkungen sind erheblich schwerwiegender als die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Und wir sollten die Gelegenheit verstreichen lassen, jetzt aus der Corona-Krise zu lernen und manche Dinge zu übernehmen, die vorteilhaft sind für den Klimawandel. Also, dass die Zeit nach Corona die Zeit vor Corona ist, das wird so nicht sein und das sollte auch so nicht sein. Was haben Sie persönlich eigentlich aus dieser Pandemie gelernt? Sind die Werte wieder wichtiger? Es ist wichtiger, dass man sozusagen sieht, wie zerbrechlich alles ist. Ist die Globalisierung ein Grund, warum man jetzt solche Probleme hat? Also Sie sprechen ganz verschiedene Aspekte an, die nicht alle bedeutend sind und wo wir viel gelernt haben. Also die Pandemie ist fürchterlich. Viele Menschen sind daran gestorben, viele Menschen haben ihren Beruf verloren. Also ich möchte nichts beschönigen. Aber man kann auch sagen, das letzte Jahr war das Jahr der Entdeckung der Eigentlichkeit oder der Entdeckung dessen, was wichtig ist. Und es hat uns gezeigt, wie fragil unser Wohlstand ist, wie fragil unsere Lebenswelt ist. Es hat uns gezeigt, wie abhängig wir sind von Wissenschaft. Die ganze Bekämpfung der
Pandemie ist wissenschaftsgetrieben. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und es hat uns auch gezeigt, was eine Gesellschaft vereinigt. Nämlich letztlich sind es bestimmte Werte, auf der wir unsere Politik basieren. Insofern, man kann das als, mit Vorsicht, als positiven Aspekt der Corona-Krise sehen. Sie hat uns doch einige Sachen vor Augen geführt. Kann man vielleicht sagen, dass, Sie haben es vorher angesprochen, der Klimaschutz und Corona, dass da Zusammenhänge gibt? Wie sieht man das? Also meines Wissens ist das nicht bekannt. Der Grund dafür, dass wir eben diese Epidemien haben, beziehungsweise jetzt die Pandemien haben, liegt einfach daran, wir haben 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Viren ändern sich immer und wenn man viele Menschen hat, hat man viel Kontakt mit Viren. Und überdies haben wir eine globale Reisetätigkeit. All das hat es vor 100 Jahren in der Form nicht gegeben. Da sehe ich die Gründe. Ob das jetzt mit der Erderwärmung zu tun hat, mir ist keine Studie bekannt, die das bewiesen hätte. Aber es wäre ja auch ethisch relativ schwierig, sozusagen die Übervölkerung des Planeten zu verhindern. Ja, das wird ja auch, also die Zahl, also dass die Zahl der Menschen auf der Welt jetzt plötzlich reduziert würde, wird ja nicht der Fall sein. Wir müssen damit leben. Und wir müssen davon ausgehen, dass es solche Ereignisse wie die Corona-Pandemie in Zukunft häufiger geben wird. Jetzt natürlich die Frage, wenn wir mit Impfen deutlich besser zurechtkommen, wenn genügend Impfstoff da ist, aber in Afrika und in Lateinamerika möglicherweise nicht geimpft wird, ist ja für die Reduzierung der Pandemie relativ wenig gewonnen. Ja, das ist ein sehr trauriges Kapitel. Die Verteilung des Impfstoffs zeigt einmal mehr, es geht nicht um Menschenleben, sondern es geht um Geld. Und es gibt leider Gottes auch keine Organisation auf der Welt, die Autorität gehabt hätte, zu sagen, wir sollten den Impfstoff so verteilen, also auf der ganzen Welt, dass wir die Pandemie am schnellsten bewältigen, dass am wenigsten Menschen sterben. Diese Institution gab es nicht und dann gab es eben das Geschacher mit dem Geld. Und wer hat am meisten geboten? Und die reichen Länder haben es bekommen. Die Pandemie, Corona hat einmal mehr gezeigt, die Welt ist ungerecht in Verteilung des Wohlstandes und das wirkt sich auch auf medizinische Dienstleistungen aus. Ist es die beste Möglichkeit, dass wir hier in Europa sagen, wir machen die Verteilung europäisch? Oder wie wäre es, viele Menschen sagen, wir haben in Deutschland den Impfstoff entwickelt, verteilt wird er aber von Europa? Naja, also das Argument halte ich überhaupt nicht überzeugend. Wir verteilen ja auch sonst in Europa bestimmte Dinge, die in Japan oder China oder USA entwickelt wurden. Nein, an sich ist der europäische Gedanke, wenn wir schon keine weltweite Verteilung haben, ist der europäische Gedanke der nächstbeste Gedanke, nicht zuletzt auch im eigenen Interesse. Denn es macht ja keinen Sinn, wenn wir in Deutschland beispielsweise aufgrund unseres Wohlstandes sehr, sehr viel impfen und unsere Nachbarländern weniger impfen. Bei der Durchlässigkeit der EU-Grenzen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir das in der EU abgestimmt machen. Abschließend auf den Punkt gebracht. Herr Wiesing, was macht Ihnen Sorge bezüglich des Eindämmen des Virus ja im Laufe dieses Jahres und was stimmt Sie zuversichtlich? Also, ob wir das Virus im Laufe dieses Jahres eindämmen können oder nicht, weiß keiner und ich möchte mich an der Kaffeesatzleserei nicht beteiligen. Das ist die klassische Situation. Wir fahren im Augenblick auf Sicht. Wir können mal gerade gucken, was hoffentlich in 1-2 Monaten der Fall ist. Was in der zweiten Hälfte des Jahres der Fall ist, weiß kein Mensch. Was mir Sorge macht, ist, wenn sich unsere Gesellschaft spaltet in Personen, wo wir überhaupt nicht mehr mit Sachargumenten, mit wissenschaftlichen Argumenten uns austauschen können. Das macht mir Sorge. Wir sollten in der Krise die Grundlage für eine vernünftige, sachorientierte Gesundheitspolitik nicht verlieren. Kann man sagen, abschließend betrachtet, unser Gesundheitssystem bewährt sich. Es gibt ja jetzt auch immer mehr Wissenschaftler sozusagen, die sich zu Wort melden, wenn auch natürlich manchmal mit unterschiedlicher Stimme. Naja, was sich zeigt ist, dass die Ansprechpartner in früheren Epidemien und Pandemien, nämlich die Kirche, kaum noch gefragt werden, aber die Wissenschaft wird gefragt. Das ist schon mal ein ganz interessantes Phänomen. Insgesamt kann man sagen, in Deutschland sind wir verglichen mit anderen europäischen Ländern, die ähnliche Ausgangsbedingungen haben, ja noch einigermaßen gut durchgekommen.
Vor allem, glaube ich, sollen wir die Gelegenheit nutzen, um über unsere Politik, unsere Art, wie wir Politik betreiben, Gesundheitspolitik betreiben, nachdenken. Also noch einmal, die Corona-Krise ist ein Anlass für Reflexion über das, was wir tun. Herr Professor Wiesing, herzlichen Dank und ja, alles Gute. Ich danke auch, Ihnen auch, alles Gute. Liebe Zuschauer, bei allem medizinischen Fortschritt, bei allen weiterlaufenden Impfungen, es kommt nach wie vor allem auch noch auf uns selbst an. Disziplin und Solidarität, konkret wenige Kontakte im Augenblick, wären sehr hilfreich. Ich danke für Ihr Interesse, bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen, bis bald.